Hallo, wir sind Karen Böttcher, Modeexpertin und Stylistin. Und Simone Standl, Journalistin und Moderatorin. Wir sehen, wir Frauen sind zu wenig sichtbar, nicht nur auf Führungsebene. Frauen, die was zu sagen haben, kommen in der Öffentlichkeit viel weniger zu Wort als Männer. Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Und deswegen haben wir ein Anliegen. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Frauen in unserem Alter sind kompetent, haben Lebenserfahrung und sehen gut aus. Ja, und deswegen geht es heute auch um coole Outfits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja oft so, morgens, man macht den Kleiderschrank auf, sieht ganz viele Klamotten, aber hat natürlich wieder nichts anzuziehen. Man will aber auch nicht schon wieder losziehen, Geld ausgeben und irgendwas Neues kaufen. Und wir haben heute ein paar ganz gute Tipps, denke ich, wie man neue Garderobe zusammenstellen kann, ohne wieder zu shoppen. Und wir denken natürlich auch wieder an die Nachhaltigkeit. Karen, erstmal, wie viel Kleidungsstücke kauft denn, sagen wir mal, der Durchschnittsdeutsche pro Jahr? Ja, es ist erschreckenderweise sehr viel. 60 Kleidungsstücke, das ist wirklich viel. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir haben nichts zum Anziehen. Aber wie kommt das? Ich glaube, es hat was mit Wahllosigkeit zu tun. Also wir denken nicht nach, wir sind wahllos. Es ist vielleicht auch eine Form der Belohnung. Ja, und dann ist es vielleicht auch irgendwie zufällig billig. Und das ist das Problem. Oft sind wir dann gar nicht zufrieden, wenn wir auf die Schnelle so ein Teil kaufen. Wie komme ich jetzt aus dieser Kaufspirale wieder raus? Ja, also definitiv, indem man die Ressource checkt. Das ist nämlich unser Kleiderschrank. Also wir haben alle sehr viele Sachen in unserem Kleiderschrank. Und das Problem ist, dass es nicht geordnet ist. Also da findet einfach meistens Chaos statt. Und deswegen sind wir auch wahllos, weil wir gar nicht wissen, was wir haben. Und das allererste, was wir tun müssen, ist mal sortieren. Jetzt ist die große Frage, wenn ich vor meinem chaotischen Kleiderschrank stehe, wie sortiere ich oder sortiere aus? Ja, das erste ist mal Ballast abwerfen. Also wir müssen definitiv mal schauen oder wir sollten mal schauen, was nicht mehr passt. Also das ist das Erste und das ist ziemlich anstrengend. Also muss man alles anprobieren nochmal? Alles anziehen. Oh, also das geht natürlich nicht an einem Tag, das ist schon klar, aber häppchenweise und vielleicht, wenn man den aufmacht, fängt man rechts an und da braucht man schon einen Tag. Also alles anziehen und alles, was nicht mehr passt, fliegt raus. Was ist dann, wenn ich sage, boah, die Hose war aber so schön und ich wollte doch 2-3 Kilo abnehmen, da passe ich doch wieder rein? No go, raus. Okay. Boah, brutal, Karen, aber wir haben das ja schon zusammen gemacht. Ich finde es großartig, kann ich jetzt schon sagen. Gibt es denn irgendwelche Ausnahmen? Ja, natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt immer wieder Teile, die eine Geschichte haben und das lässt man natürlich hängen, auch wenn es nicht mehr passt. Vielleicht ist auch ein Erbstück dabei oder auch ein Teil, was teuer war, also tatsächlich Designersachen. Aber da ist dann wieder die Frage, passt es noch? Und wenn es nicht passt, dann muss das auch leider gehen. Und wie geht's dann weiter beim Sortieren? Dann fangen wir an, nach Farben zu sortieren. Also erstmal alle roten Sachen, beziehungsweise nein, vorher müssen wir ja noch Bereiche kommen vorher. Also definitiv Bereiche sortieren, also einmal so Homeware, dann haben wir vielleicht auch mittlerweile Homeoffice, dann gibt es das Business, dann gibt es ja vielleicht Sachen, die ich nur für den Sport anziehe und auch Abend, also ne, wenn es dann glitzert. Also wenn man das alles so schon mal in Bereiche aufgeteilt hat und dann kommen die Farben natürlich nach Farben sortieren. Ich suche dann niemals, wo ist das zweite Teil in Rot, sondern ich habe es da liegen und das macht das Leben leicht. Kann man auch ein paar Sachen wieder aufhübschen, wenn sie nicht mehr ganz so doll aussehen? Ja, da gibt es ja auch mittlerweile ein Vokabel fürs Upcycling, also ab nach oben und Recycling. Heißt, es kommt wieder vor, das Teil, es kommt raus sozusagen in einer neuen Formation. Betrifft manchmal Hosen, ne, Hosen, die vielleicht 7/8 cooler aussehen, weil man dann den Knöchel sieht oder auch der Blazer, der vielleicht ein bisschen weit ist am Ärmel, den kann man so ein bisschen zusammennehmen oder eine Schneiderin mal fragen, ob das möglich ist. Also da kann man schon einiges machen. Und was soll man dann mit den aussortierten Sachen machen?
Also definitiv regional entsorgen. Also ne, wir haben in anderen Serien ja schon darauf hingewiesen, dass ne, regional ist auf jeden Fall das Thema. Secondhand, Resale-Websites, tauschen, verschenken. Also es gibt da auf jeden Fall viel. Was braucht man, um dann ja, den aussortierten Kleiderschrank noch mal so ein bisschen da Pep reinzubringen? Was sollte man da machen? Ja, definitiv auch mal schauen, was ist Trend und was brauche ich, um mit dem, was ich da habe, den Trend herzustellen. Also jetzt haben wir schon alles gemacht. Ne? Wir haben nur im Kleiderschrank die Sachen, die passen, das ist ja schon mal großartig. Dann haben wir die Möglichkeit natürlich zu sehen, was fehlt mir denn? Vielleicht ist es nur ein T-Shirt. Ich hatte das tatsächlich diesen Sommer mit einem T-Shirt. Ich habe mir überlegt, ich brauche mal etwas Neues und habe alle Sachen nur mit einem weißen T-Shirt kombiniert. Also alles wurde auf einmal neu, weil dieses weiße T-Shirt in mein Leben trage. Ich habe es ja schon wieder an, wie man sieht. Es ist definitiv manchmal nur mit einer Kleinigkeit oder einem farbigen Sneaker. Also man kann den Trend ins Haus holen sozusagen, aber man muss nachdenken, was man wirklich braucht. Nicht der 15. Sneaker, sondern nachdenken. Und woher weiß ich, wenn ich jetzt nicht so im Thema bin wie du, was Trend ist? Das Netz ist natürlich voll mit allen möglichen Ideen und Trends und Streetwear und ich weiß nicht was. Also ich bin da eher oldschool unterwegs. Ich bemühe die gute alte Modezeitung und finde das auch super. Ja. Man ist so relaxed, man blättert oldschool rum, ne, so und guckt mal. Und ich habe da so ein Phänomen und vielleicht kann man das auch mal fühlen, also ihr könnt uns dazu auch gerne schreiben. Was ist denn, wenn man blättert und feststellt, die Sachen hat man alle schon? Also das stellt sich bei mir so ein und das finde ich auch cool, weil dann fehlt nur noch so eine klitzekleine Kleinigkeit und ich habe das Outfit so, wie es da in der Zeitung auch gezeigt wird. Kommen wir zum Vintage, ein paar alte Teilchen kann man ja vielleicht auch aufpeppen, ne? Ja, guck mal, sie hat eins an. Das ist eine Jacke, die habe ich mir in den 90ern gekauft von Strenes. Ne? Die hatte ich schon im Secondhand und die wurde gar nicht gekauft. Dann habe ich sie wieder zurückgenommen, weil irgendwie mochte ich sie. Da ist ein bisschen Leder dran und dann kommt Karin und sagt, ja, kannst du wieder super tragen. Ja, der Hemden-Look, ne, den sieht man dann in der Zeitung und denkt, so ein Hemd habe ich doch. Also Karin, wir haben jetzt den Schrank nach Bereichen, also die Klamotten nach Kleidung, muss man ja sagen, nach Bereichen sortiert, nach Farben. Wir haben ein schönes, sage ich jetzt mal, T-Shirt noch dazu gekauft. Wir haben uns überlegt, was wir alles anziehen können. Aber vielleicht habe ich nächste Woche schon wieder vergessen, was ich kombinieren will. Also wie merke ich mir das dann? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir fotografieren alles. Also das ist wirklich etwas, was auch Spaß macht. Also wenn ich dann meine neuen Teile gekauft habe, ne, der Trend ist in meinen Kleiderschrank gekommen, dann lege ich mir einfach alles mal aufs Bett und fotografiere tatsächlich die Outfits. Also mit Schuhen, mit Accessoires. Und indem ich das fotografiere, kommt man auch so in so einen Flow. Auf einmal denkt man, wow, das passt ja auch noch da und dazu. Und dann nehme ich mein T-Shirt wieder und mein Businessanzug wird neu. Und ich kann mit diesen wenigen neuen Teilen, auf einmal kriege ich da 15, 20 Outfits fotografiert. Und die habe ich dann auf meinem Handy. Und dann habe ich morgens nie mehr ein Problem. Ist das nicht großartig? Ich scrolle dann einfach runter und sage, wow, da habe ich heute Lust zu, das ziehe ich an. Und alles passt. Ist das nicht großartig? Ja, absolut. Mir hat es übrigens auch schon geholfen. Ich habe das auch schon gemacht. Und es wird uns, glaube ich, brennend interessieren, wie euer Kleiderschrank aussieht. Vielleicht vorher, nachher. Das wäre ganz cool. Ja, schickt uns einfach eure Kommentare. Läutet die Glocke. Abonniert unseren Kanal, wäre super schön. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns da schickt und kommentiert. Karin, wir sagen tschüss. Mit einem neuen interessanten Thema. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.